Ein schönes Spiel war es wieder nicht, das vierte Derby zwischen den Youngsters von Lippe Hockey Hamm und den Bulldogs aus Unna-Königsborn. Kirk Golden brachte zwar Hamm bereits nach 7 Sekunden in Führung, danach verflachte allerdings das Spiel ein wenig. Hamm war zwar überlegen, doch wenn es Chancen gab, waren meist die Torhüter zur Stelle. LHH-Goalie Stefan Kornewald vereitelte in der 10. Minute sogar einen Penalty von Igor Zillig. Erst im zweiten Drittel fiel wieder ein Treffer. Ausgerechnet der Ex-Hammer Igor Furda traf in der 32. Minute zum 1:1. Kurz darauf brachte Martin Köchling Hamm wieder in Führung. Furda war besonders motiviert und sorgte am Anfang des letzten Abschnitts für den erneuten Ausgleich. Aber auch diesmal währte das Unentschieden nicht lange. Jiří Sveder besorgte das 3:2 in der 45. Minute. Da Hamm dank des Doppelschlags von Sven Johannhardt auf 5:2 davonzog, fiel es nicht ins Gewicht, dass Sveder in der Schlussminute noch ein Penalty vergab und Furda noch ein drittes Mal traf. So feierten die Hammer mit ihren Fans, bevor es nun quasi in die Wochen der Wahrheit geht, in Sachen Kampf um die Endplatzierung in der Meisterrunde der Regionalliga. Ja, herzlichen Glückwunsch. Heute 5:3 gewonnen, aber ihr habt euch ein bisschen schwer getan in den ersten beiden Dritteln. Aber am Ende war es doch eine klare Geschichte, oder? Ja, ich meine, so wie nun mal Derbys sind, es ist sehr, sehr eng. Wir haben zwar viele Chancen gehabt, die ersten zwei Drittel, aber ja, wenn es kein Tor fällt, dann kriegst du hinten irgendwann eins. Und ja, Unna hat um ihr Leben gekämpft, wie so beim Derby ist. Aber im letzten Drittel, muss ich sagen, haben wir die Chancen sind dann verwertet worden und ja, eigentlich verdient gewonnen. Ja gut, das Wochenende war sehr erfolgreich, 2 Siege. Wie sieht es jetzt aus, wie geht es weiter? Gut, erst habe ich gesagt, wir gucken jetzt auf das Wochenende, das hat uns sehr gut gelungen. Waren zwar vermeintliche leichte Gegner, aber gut, die Punkte muss man erst haben. So, und jetzt kommt erstmal das erste von den, sag ich mal, ja, 4 Finalspielen. Das gleich gegen Düsseldorf. Wenn uns da gelingt, 3 Punkte zu holen am Freitag, dann sind wir ein riesen Schritt für die Playoffs.